Ja, herzlich willkommen zur Folge Nummer 24, Anno 1800, das Finale. Schön, dass du dabei bist heute. Ich freue mich, dich begrüßen zu dürfen. Und wir steigen auch gleich ein hier ins Spiel. Leute, wir haben hier eine richtig coole Stadt schon mal großgezogen in der neuen Welt auf der riesengroßen Insel Manola. Ich habe immer noch keinen Namen. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare rein, wie das Insel heißen könnte. Okay. Aber die sind jetzt ganz gut versorgt, bis auf die Filzhüte. Bier und Zigarren brauchen die. Da könnten wir, sobald wir ein Schiff mal frei haben, haben wir jetzt leider noch nicht. Ja, wenn ein Schiff frei ist, werden wir das, diese Waren hier transportieren. Wobei, das könnten wir sonst auch mit diesem freien Schiff hier machen. Das habe ich eigentlich immer gern dazu gehabt, ein paar Sachen hier zu transportieren. Könnten wir auch eine Route jetzt gleich einrichten, die Kaffee, Filzhüte und Zigarren transportiert. Oder wir müssen mal schnell schauen, haben wir irgendwas schon? Ja, hier hätten wir schon Kaffee. Wisst ihr was, dann machen wir das einfach mal so. Ja. Nehmen hier die Filzhüte mit rein, die Zigarren mit rein. Und da bringen wir einfach mal ein bisschen schon mal was an. Hier würde ich sagen, nochmal Filzhütte. So, jetzt ist die Insel erstmal versorgt hier mit den ganzen Sachen hier. Denke ich, da wird das Kaffee noch ausladen und dann in die Stadt erstmal in Ruhe hier ein bisschen wachsen. Ich würde heute in der Folge etwas Fokus legen auf meine NRW. Die Hauptinsel, die hier produziert. Ich würde gerne ein paar Sachen, die Produktion erhöhen. Ich würde weiter ausbauen. Ich würde gerne den Ölhafen ein bisschen ausbauen. Und ich würde ein zweites Kraftwerk gerne hier hinbauen. Denn ich habe jetzt mal so ein bisschen durchgeschaut. Manche Sachen wie Brot, das Bier nimmt ein bisschen ab. Brauchen wir jetzt auch in der neuen Welt dann. Hier Konserven haben wir wirklich ganz wenig, Brillen. Ich möchte das Ganze hier ein bisschen umbauen und zwar gerade Brot und Bier komplett in das neue Kraftwerk dann hineinlegen und dass wir dann andere Produktionen hier einfach weitermachen können, das ein bisschen optimieren mit Items dann auch. Ich habe auch vor, habe jetzt überlegt, unsere Stadt Ravensburg, die muss einfach jetzt ein bisschen wachsen. Wir müssen mehr Investoren bekommen, denn langsam geht unser Einfluss zu Ende und durch mehr Investoren bekommen wir auch mehr Einfluss, können dann mehr Schiffe bauen, mehr transportieren. Ja, und so hängt halt alles zusammen. Klar, wir machen jetzt 80.000 schon fast. Das ist wirklich Spitzenklasse, aber ich möchte hier noch mehr. Also, es ist hier mehr drin, doch wir müssen hier jetzt einiges tun. Wir müssen hier anfangen, jetzt umzubauen. Das bekommen wir auch hin, das weiß ich ganz, ganz sicher. Hier haben wir noch Platz für ein Kraftwerk und ich denke, da legen wir jetzt auch gleich los und setzen dieses Kraftwerk dann hier hin, dass wir dann unsere zweite Produktionsstätte hier einfach weiterführen können und alles einfach weiter ausbauen. Das wäre wirklich ganz, ganz wichtig. Ich würde das so hinplatzieren, dass wir wirklich das maximal hier rausholen mit diesem Kraftwerk hier. Ich würde sogar sagen, wir machen hier eine extra Schiene hin, dass hier extra ein Zug fahren kann, denn der Weg ist natürlich sehr, sehr weit hier, das ist ganz, ganz klar. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen Holz holen. Da können wir wieder was einkaufen bei RG. 150 Tonnen, den nehmen wir mit. Vielleicht, nee, ein Schiff haben wir jetzt gerade nicht übrig. Oder müssen wir mal schauen. Doch, hier ist eins angekommen. Würde ich sagen, das können wir hier laden. Da bringt wieder wichtige Glasschäben und Stahlbeton einfach ausladen. Okay, hier ist schon voll mit Glas. Macht nichts. Tun wir einfach. Wir können ja auch hier die Speicherstadt etwas erweitern. Da haben wir sowieso noch viel zu wenig getan. Ja, da können wir noch einiges, denke ich, tun. Können wir noch erstmal ein paar Lagerhäuser hinbauen. Hier fällt jetzt der Stahl.
Aber man kann jetzt das Glas abladen. Dann nehmen wir das ganze Holz einfach mal mit hoch. Fahren das zu unserer Hauptinsel. Das eine Schiff müsste auch gleich ankommen mit dem Holz. Lass mal kurz schnell laufen. Hier ist es schon. Nein, ist es noch nicht. Okay, habe ich jetzt das Holz schon gekauft? Ich glaube nicht. Irgendwas ist das Schiff gelaufen. Okay, machen wir nochmal schnell. Ist ja nicht so schlimm. Guck ich doch noch Holzfäller. Das ist ja das ewige Hin und Her immer. Auf dieser Insel einfach keine Holzfäller da sind. Ja, wir haben hier eigentlich genug. Ich mach's jetzt einfach mal so frech wie ich bin hier. Hier können wir auch irgendwie die ganzen Straßen, könnte man auch hier zu Steinstraßen machen. Ich mach jetzt einfach mal hier 1, 2 Sägewerke hin und ja, dass die da ein bisschen Holz bekommen. Zu den Steinstraßen. Wird auch noch ein bisschen, hier haben wir schon Steinstraßen gemacht. Das ist sehr gut, weil das also Feldwege, das passt einfach nicht mehr in unser Bild hier in diesem Spiel. Wir sind ja schon wirklich im Endgame, da gibt es eigentlich keine Steinwege mehr. Und die Hauptproduktionsstraßen sind ja auch aus Stein. Das ist ja okay so. So ist das, wenn man ganz schnell das Schiff hier noch ankommen. Ich glaube, ist das Holz von Archie da, es ist unser eines Dampfschiff hier oben. Von der Hauptstadt. So, 150 Tonnen handeln und wieder zurück. Ja, da müssen wir jetzt einfach schauen, dass wir hier sind vielleicht zwei Schiffe legen hier an. Okay. Ja, dass wir einfach weiterkommen hier jetzt. Wir warten jetzt einfach schnell ab. Wir müssen jetzt einfach schauen, wie weit auch der Strom hier. Ja, das können wir fast komplett verbinden hier. Ja, ziemlich. Aber das ist okay. Ich denke, es passt ganz gut hier. Sind die Leitungen bis hierhin. Hier unten können wir dann noch auffüllen mit Weizen. Das wollen wir auf alle Fälle noch mehr herstellen. Aber so ist eigentlich ganz okay. Das passt auf alle Fälle. Sieht ganz ordentlich aus. Schiff vom Stapel gelaufen. Verbinden wir hier noch alles. So, wir haben wieder ein neues Schiff. Hier kommt dann gleich das Holzlieferung. Dieses Schiff, ja, das warten wir jetzt mal. Wir brauchen hier jede Menge Stahl, denke ich mal. Dann lassen wir das schnell hier abladen, das Holz. Dass wir diese Schienen hier bauen können und das zweite Kraftwerk dann auch mit Öl und beziehungsweise das dann Strom produziert. Dann können wir anfangen, die Produktionsstätten zu verlagern. Das müssen wir einfach jetzt machen. Ich denke, das ist halt nochmal wichtig. Und dann haben wir auch genug Kapazitäten, denke ich mal. So, jetzt ist hier mal alles verbunden. Mit einer Schiene. Dieser Hafen, der ist jetzt maximal ausgebaut. Wir haben nur noch eine Ölquelle. Wenn das wirklich zu wenig Öl jetzt ist, dann können wir immer noch sagen, okay, wir liefern von der neuen Welt noch Öl. Wenn das nicht ganz ausreicht, das könnte jetzt schon sein. Und wir werden jetzt auf alle Fälle, müssen wir jetzt halt warten, bis hier der Zug ankommt. Das wird ja ein bisschen dauern, ganz klar. Ja, der fährt jetzt gleich, denke ich mal, mit dem Ziel. Nee, der fährt da zum Kraftwerk. Jetzt könnten ein bisschen mehr Züge fahren. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber wir werden jetzt auf alle Fälle unsere ganzen Bäckereien werden wir jetzt umdisponieren müssen. Und zwar wollen wir hier jetzt wieder diese vier Handelskammern hinbauen. Eins, wo wir dann die ganzen Produktionssachen einbauen.
Ja, das passt hier wunderbar alles rein. Jetzt haben wir wirklich genug Platz, dass wir hier... Ich hoffe, das Kraftwerk wird jetzt bald versorgt. Es sind halt 15 Öl, ist halt schon dünn. Weiß nicht, warum die Schiffe hier nicht voll beladen hochfahren. Das verstehe ich nicht so ganz. Wir werden jetzt auf alle Fälle schauen, dass wir hier noch mehr Brot produzieren. Das Brot ist ein... Ja, gucken wir mal hier auf den Nebeninseln, wie es hier aussieht mit der Brotversorgung. Ja, doch, hier ist das Lager komplett voll. Da ist so viel brauchen wir gar. Ja, doch, hier fehlt dann doch das Brot. Da wird es dann ziemlich knapp. Also wir brauchen auf alle Fälle noch etwas an Brot. Hier kommt der Zug aber leider wieder ins Falsche. Das sind 15. Okay, dann würde ich sagen, in dieser Ecke hier oben werden wir erstmal die ganzen Mühlen hinbauen. Sieben. Machen wir mal 8 Stück hin. Lagerhaus. Klar. Brauchen natürlich auch. Jetzt gleich mal hier welche hinbauen. So. 7 einfach mal hoch hier. Ja, die fahren jetzt alle außen rum. Aber macht das mal nichts. Ich hoffe, das Kraftwerk wird jetzt hier bald versorgt mit Strom, dass er endlich mal zu Fuß fährt. Irgendwie fährt nur ein Zug los. Das ist halt schon. Das verstehe ich nicht so ganz. Das ist mir nicht ganz klar. Wir müssen ja eigentlich mehr Züge fahren, oder? Kann man doch nur eine Strecke anbauen. Mir ist das irgendwie nicht so ganz. Ich check das nicht. Da muss ich mir vielleicht mal Informationen holen. Schiff ist von der Überfahrt. Auf alle Fälle haben wir jetzt das Schiff hier. Ist Frachtschiff steht bereit. Ja, hier habe ich mir eine kleine Insel. Das kann ich alles hier abladen. Ah, okay. Hier habe ich mir eine Insel mal gebaut. Und zwar würde ich hier gerne eine Hacienda aufbauen. Neue Befehle? Das habe ich mir mal so gedacht, dass man das mal machen könnte. Wenn wir jetzt schon mal hier sind, ein bisschen warten. Ich mal hier hochfahren. Okay. Passt. Ja, lassen wir die alte Welt einfach mal ein bisschen. Und kümmern uns hier, denn hier ist es einfach wichtiger, dass wir hier weiter vorankommen. Der Weizen wird auch bald ausgehen, da bin ich mir sicher. Leider, oder können wir hier noch eine Handelskammer eventuell hinbauen? Ja, das würde ich auch. Ich würde ein bisschen hier rüberziehen, eventuell. So, in dem Bereich dann die Items reinballern, was hier Getreidefarm. Es gibt hier noch Getreidefarm. Ja, das passt. Das haben wir hier noch Uhr und Brillenfabrik. Genau. Dann einfach weiter anfangen, hier ein paar Getreidefarmen hochzuziehen. Ich denke, die brauchen wir auf alle Fälle. Wir stecken hier viel Herzblut rein. Da wir jetzt die Produktion ja für Bier und Brot erhöhen werden, können wir hier auf alle Fälle noch. Natürlich brauchen wir auch mehr Getreide dann. Sehr klar. Dann machen wir einfach jetzt noch bisschen 2-3 Getreidefarmen hin und ich denke, dann sollte das passen. Ja, das ist ich möchte halt jetzt in der Hauptstadt die einfach weiter ausbauen. Dazu muss halt die Grundversorgung passen, das ist klar. Und haben wir schon ein bisschen wenig, können wir ein bisschen erhöhen, machen wir jetzt auch. Und dann denke ich, immer auf alle Fälle noch weiter Häuser ausbauen. Dann passt das auf alle Fälle. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Taco.
Kopf explodiert, das ist natürlich nicht so cool. Fällt jetzt Stahl und. Nochmal drüber schauen? Stahl. Kisten unter Deck! So, was haben wir? Lassen Sie hochleben. Zack, Schiff gekauft. Dafür gibt's nichts, aber das ist halt eine Info. So, das noch rein. So, jetzt haben wir hier auf alle Fälle noch Stahl einladen. Zur Kaffeeinsel fahren, da müssen wir dringend wieder den Tankhof reparieren. Er ist in die Luft geflogen. Darf man nicht vergessen, da müssen wir dran denken. Ja, hier wird irgendwie ein Öl geliefert. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, warum hier immer nur ein Zug fährt. Ich kann mir das selber nicht so ganz erklären. Braucht man hier mehr Strecken? Ja, was ist hier los? Bin mir da nicht so ganz. Was ich jetzt mal. Nee, das geht einfach nicht. Hier fährt der zweite Zug jetzt mal. Genau. Ach, hier kommt der erste Zug. Voll beladen. Jawohl. Dann gibt es hier Strom. Dann wird hier erstmal. Hier braucht man weiter raus. Fällt schon wieder Holz. Aber ich würde sagen, Holz haben wir hier auf alle Fälle. Fahren wir gleich wieder mit dem Schiff hier runter und holen die nächste Ladung Holz hier ab. Gut, Weizen wird gemacht. Jetzt brauchen wir natürlich die Bäckerei noch, das ist klar. Ich würde sagen, wir machen hier auf alle Fälle vier Lagerhäuser. Schauen. Ja, eins können wir auf alle Fälle eben machen. Das lassen wir jetzt gleich mal zweimal aufsteigen. So, dass hier mehr transportiert wird. Dann können wir die ersten Bäckereien hier hin machen. Auch noch auf alle Fälle noch Items für Bäckereien. Ja, sieht schon ganz gut aus. Hier machen wir auch noch ein Lagerhaus hin, das gut aufgestellt ist. Und dann würde ich sagen, sind wir hier im Bereich drin, wo diese Bäckerei ziehen wir dann einfach hier rein. Und dann denke ich, schaut das wirklich schon ganz gut aus hier. Eventuell können wir hier noch ein Bakery ziehen. Das wird alles halt ein bisschen gut doch geplant sein, dann passt es. Muss mal schauen, dass überall der Strom halt fließt. Aber das sieht schon sehr, sehr gut aus. Da kann man dann diese Bäckerei hier abreißen. Und diese Mühlen hier genauso. Ein Schiff vielleicht bereit ist da. Die Welt spaltet sich in Schauen wir mal, weiß, was es hier alles gibt. Wir brauchen unbedingt vier Bäckereien. So, sollten wir etwas haben? Das sieht jetzt mal nicht so aus hier. Mal schauen. Nee, ich kenne die. Ah, das ist halt schon ein bisschen. Wartungskosten, die sind jetzt nicht so hoch. Das lohnt sich auf keinen Fall. Hier gibt es Bäckerei. Das holen wir uns auf alle Fälle noch. Dieses Item. Aber das haben wir ja schon. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Ja, Rathaus. Sehr, sehr schade. Kupfen. Ah, schon wieder das gleiche. Also dieses Item kommt ständig hier. Großküche. Das können wir mal mitnehmen, aber brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ziederei ist halt anstelle von Talg verarbeitetes Gebäude Holz. Das keine Ahnung, das ist epische es ist auch mir sowas, ich weiß nicht. Okay, Bäckerei, das ist sehr gut, 40% plus. Das ist wirklich cool, das bringt, oh, da ist das, der Feras, das ganz, ganz wichtiges Item. Sehr, sehr gut, Schädel von Goldbarren, das ist gut.
bei dem Gold. Ja, das nehmen wir auch mal mit. Dann sind wir nämlich voll. Und dann fahren wir gleich hier hoch mit den Items. 2 Stück für Bäckereien im Gepäck. Das ist wunderbar. Da wollen wir jetzt auf alle Fälle noch ein paar Bäckereien hier zusätzlich dazu bauen. Das passt nicht mehr hin. Dann werden wir hier ein Lagerhaus hinbauen. Sehr gut. Und ich denke, wir sind jetzt so weit, dass wir abreißen können. Das Ganze ist ersetzt jetzt. Wir müssen den Platz mal frei machen. Wir müssen eh alles ein bisschen neu planen dann. Dass diese Speerindustrie, Buchräder und das Ganze hier ein bisschen besser geplant ist. Also, ohne die nötigen Elemente auf alle Fälle können wir keine Reaktion erwarten. Kautschuk wirklich. Aber trotzdem mit dem Dampfschiff gefahren. Also, mal gucken. Es gibt, glaube ich, ein Item, das stellt als Nebenprodukt noch Kautschuk her. Und dass wir eventuell das noch bekommen will. Das ist natürlich schon. Buchräder brauchen wir auf alle Fälle, ganz klar. Also da müssen wir noch ein bisschen was tun, ja. Das ist ein bisschen weniger. Okay, jetzt haben wir schon mal Bäckereien. Ich denke, was sind wir denn hier? In die Produktion mal reingehen und gucken, wie das aussieht hier. Und zwar müsste ich das nur noch checken, dann wäre das gar nicht so schlecht. Ich weiß gar nicht, was ist das? Aktuell oder Probe bleibt uns in die Nachfrage. Aktuell verbrauchte Ware. Okay, das ist aber ja nur, wenn du es auf der gleichen Insel hast, ja, macht das so viel Sinn. Aber da könnt ihr einfach mal gucken. Das ist ganz einfach hier. So viel, wobei die Bäckereien, das passt jetzt dann auch nicht mehr so. Es erhöht ja auch die Produktivität um 30, dann kommen ja nochmal 40 dazu. Jetzt sind wir fast bei 1:1. Wir werden es einfach mal ein bisschen verfolgen hier, beobachten. Wir sehen hier, dass der Weizen abnimmt. Da müssen wir auf alle Fälle noch ein bisschen nachlegen. Das ist zu wenig hier. Hier wollen wir auf alle Fälle Lagerhäuser hinzubauen. Hier, dass die Versorgung hier einfach klappt. Ja, ein bisschen Weizen müssen wir natürlich hier zusätzlich noch bauen. Ich würde sagen, ziemlich viel sogar. Aber das bringen wir hin. Auf der Hauptinsel sollte es, sind ja die ganzen Rohstoffe alles da. Baumaterialien wollte ich sagen. Und dann denke ich, bekommen wir das auf alle Fälle hin. Ja. Hier kommen wir schon in den Bereich dann rein. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir hier eventuell müssen wir ja auch die Wurstproduktion noch erhöhen. Das könnten wir allerdings auch dann runter verlegen auf die anderen. Ich glaube, hier ist doch ist schon hier Metzgereien. Ja. Metzgerei, das haben wir gar nicht mehr. Das ist die Schweine, also praktisch. Ja, doch, die sind ja für die Konserven. Ja, da müssen wir auf alle Fälle noch erhöhen. Die nehmen nämlich ab. Aber jetzt machen wir erstmal noch ein bisschen. Wobei, das können wir auch gleich machen. Da würde ich sagen, einfach noch. Ja, seht ihr, es gibt einfach hier auch noch immer viel zu tun. Das ist Wahnsinn, zum Beispiel im Besa. Ich komme ja gar nicht nach im Besa, weil ich hier so beschäftigt bin mit dem Ganzen, was hier alles noch zusätzlich kommt, um überhaupt mal die Versorgung hier zu sichern. Also das ist schon Wahnsinn, was wir hier alles tun müssen. Ja, das, ihr seht ja selber in Anno, da, keine Ahnung, da geht irgendwie die Arbeit nicht aus. Im Gegenteil, sie wird irgendwie immer mehr. Also das ist schon Wahnsinn, was wir hier
alles leisten müssen und machen müssen. Also das Spiel ist wirklich krass. Es ist wirklich anderes Level einfach, würde ich sagen. Das behaupte ich jetzt mal. So ein umfangreiches Anno, ob es gab es mit Sicherheit noch nicht. Nein, ich kenne ja die meisten Anno-Titel. Also und das ist schon Gewalt, was hier alles geboten wird und was du hier alles bekommst, ja. So, jetzt haben wir hier noch. Dann wollen wir hier mal ein bisschen abtransportieren. Und zwar zum nächsten Lagerhaus, das wir oben bauen werden. So. Was verbinden wir? Ja, ist schon cool. Also, aber es wird noch. Ist man so, ich bin ja jetzt wirklich. Du bist nur am Bauen. Das hört einfach nicht auf hier. Weil es gibt immer wieder was dazukommt, was Neues, was du hier siehst. Und ja, das ist einfach schon Gewalt. Ja. Aber es macht riesig Spaß. Ich hoffe, es macht noch Spaß zuzusehen. Gerne mal einen Daumen hoch geben, bitte, wenn es dir gefällt, hier der Content. Es hilft mir einfach sehr, sehr weiter auf meinem Kanal, den es ja jetzt auch noch nicht so lang gibt, aber ich mache das wirklich gerne hier und habe auch vor, das intensiv weiterzumachen. Denn ja, es macht einfach, bin Zocker und warum soll ich da nicht das mit euch einfach teilen? Diese Leidenschaft für Games einfach, die ist einfach da und ja, wie gesagt, machen wir das doch einfach zusammen. Es freut mich, wenn ihr hier dabei seid und mich auch ein bisschen unterstützen könnt bei der Arbeit hier. Also ich sag mal vielen, vielen Dank. Wer mir hier ein Abo gibt oder einen Daumen hoch schon, das freut mich wirklich sehr und hilft mir auch sehr, sehr weit. So, machen wir hier weiter. Weizen. Da sind wir natürlich auch noch nicht am Ende. Gucken, dass ein bisschen was hier hinbekommen. Man braucht hier schon viel Platz für die Felder. Das ist schon krass mit den ganzen Items hier. Ich habe jetzt mal ein paar Farmen. Ach, na, vielleicht macht man noch mal so. Vom Gefühl her brauchen wir noch mal eine Farm. So. Ja, ist das kein Fehler, wenn wir hier noch eine zusätzlich hinstellen? Wie man das macht. Das ist immer ein bisschen Bastelei, aber auch das macht ja Spaß. Das macht sie auch was. Hier ist auch. So, wir können auch hier diese Radlöse einfach aufstehen lassen und das dann ein bisschen mehr abtransportieren. Dann läuft der Warenfluss dann auch ein bisschen besser. Sehr gut, Polizist alle. Ist natürlich nicht gut, aber irgendwie auch klar. Das Problem haben wir ja ständig hier. So, mal gucken, was wir hier nicht zu sehr näher rangehen hier, aber sind später dann alles auffüllen können. Felder, das tut ganz gut. Schönen Tag auch. 4 und 5, ja, sehr gut. Okay. Die Items sollten ja angekommen sein. Genau, das laden wir jetzt gleich mal alles ab und werden die hier platzieren. So, und ich denke, die Brotproduktion, die haben wir auf alle Fälle mal gesichert. Ich denke, da brauchen wir wirklich nichts mehr jetzt. Das sollte doch eigentlich ausreichen. Das ist ja gerade. Wir können noch ein bisschen mehr Hopfen. Aber da muss man schauen, ob das füllt.
Also gucken wir mal. Hier kommt noch ein Item hinein. Und zwar diesen Bäcker hier. Da sind wir jetzt bei. Und nochmal 40% dazu. Laufen wir mit 270%. Das ist dann schon stark. Also man könnte noch diesen hier reintun, aber den will ich mir später für andere Sachen aufheben. Was haben wir hier? Kriegen wir hier? Haben wir noch irgendwas für Felder? Das Item kann nicht, das ist klar. Ja. Aber ist okay, passt, alles gut. Bin ich sehr zufrieden. Gut, hier funktioniert es, hier läuft es. Schweine machen wir hier auch mehr. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die Seife hier, also die könnten wir schon hier runterfliegen und hier unten Seife herstellen. Ja, würde ich sagen, ist vielleicht kein Fehler. Hier laden wir noch mal Holz ein und fahren es hoch. So, sehr gut. Stahl fällt hier unten auch noch. Das war uns hoch. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal 150 Tonnen Stahl hier mit. Kaufen noch bei Archibald Stahl. Und dann fahren wir den mal runter zur Hauptinsel nach Ravensburg. Denn wir wollen ja Häuser aufsteigen lassen. Dazu brauchen wir ja Stahl. Ist klar. Auch noch weiter ausbauen und wir können dann, ich habe ja auch schon gesagt, wir würden, könnten, hätten, sollten gerne mal unser Museum anfangen zu bauen. Das ist nämlich alles noch ein bisschen wenig, auch hier in der Speicherstadt, da geht wirklich noch gar nichts und wir werden hier dann doch jetzt mal anfangen, Hafenbereiche weit auszubauen. Die Speicherstadt. Ja, es gibt noch echt genug zu tun, Leute. Es sind immer hier die Schiffe, die versammeln sich hier auch. Also hier darf man wirklich dann auch noch ein bisschen was tun. Ja, die Produktionen verlegen. Also sie haben ja, denke ich, erfolgreich mal jetzt das Boot verlegt. Ich denke, das wird jetzt auf alle Fälle steigen, denn die Bäckereien laufen jetzt hier mit 270%, was schon sehr, sehr stark ist. Lass mal gucken, wo wir die Brauereien, dass wir das alles verlegen hier. Da muss man einfach mal schauen, wie wir das dann machen. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Melzereien. Können wir jetzt auch gleich mal hier hinziehen. Also hier ist genau die Mitte hier vom Kraftwerk und aber ich denke, hier ist er dann zu Ende, oder? Ja, genau. Das war's hier. Dann sagen wir bis hierhin und hier können wir dann Lagerhäuser hinbauen. Ja, wir müssen halt dann transportieren. So weit können wir den Strom machen. Das heißt, diese Melzereien brauchen wir nicht mit Items versorgen, die können wir auf alle Fälle. Können wir hier noch ein bisschen was runterziehen. Und so passt es dann. Wir haben leider wieder eine Lücke. Das gefällt mir eigentlich immer nicht so. Nicht so einverstanden. Dann würde ich sagen, wir setzen das Ganze. Das ist jetzt halt ein bisschen Spielerei vielleicht auch. Ja, das ist richtig, aber ich möchte halt immer das Beste, Möglichste hier ausgenutzt haben. Gerade bei Strom oder so ist es halt. Machen wir hier noch einen Weg runter, dann ziehen wir hier noch Querstraßen.
hier hin. So. Das sieht ja so schlecht aus. Hier können wir auf alle Fälle noch Mälzereien, auch noch Bäckereien bauen. Wir sind ja gut versorgt jetzt. Und dann kommt hier nachher das Bier hin, wobei. Ach, ich würde sagen, wir ziehen die hier auch noch hier runter einfach. Und das Bier schauen wir nachher, dass wir da irgendwelche Items, ich weiß noch nicht, was wir da machen können. Und nee. Ja, da gibt es bis auf diese 50% erhöht. Habe ich jetzt hier noch nichts. Ist halt jetzt so. Wollte ich auch sagen, wir haben ja hier 7, 9, 11 Plätze, 14 Brauereien. 14 Brauereien. Die müssen wir hier jetzt einziehen. Sie hochleben. 14 Stück. 3, 4, 5, 6. Es geht wieder nicht auf hier. 14 Brauereien. Ja, so. Schauen, wie weit geht der Strom hier überhaupt noch. Der fließt hier schon mal gar nicht mehr. Das hier auf. Nee. Da können wir hier dann auf alle Fälle schon Lagerhäuser hinbauen. Würde ich aber trotzdem. Powerways. Jetzt sind. Ich bin mir das selber nicht so ganz klar. Das 2 ist im Spruch versorgt. Hier können wir dann Lagerhäuser überall hinbauen. Hier fließt ja kein Strom mehr. Hier, jetzt haben wir wieder kein Holz mehr. Wie immer halt. Mehr Druck im Kessel. Aber nicht so schlimm. Es geht voran. So. Diese Ladung Stahl kommt jetzt mal in die Hau. Ui, okay, seht ihr die Schiffe hier? Hier müssen wir dringend was tun. Also wir müssen, es muss ein bisschen, der Fluss muss jetzt ein bisschen besser ausgeleitet werden, dass wir hier wirklich besser vorankommen. Hier können wir dieses mal einsetzen. Viel mehr gibt es jetzt irgendwie auch nicht hier. Ich denke, der ganze Weizen, oh, der ist schon weg. Brauchen jetzt ja auch nicht so viele Mälzereien. Das ist ein bisschen ein Problem. Wenn wir mal kurz abreißen, außer einiges hier an Brauereien. Wir haben hier ja neu. Ein Feuer ist ausgebrochen. So, was ist hier los? Brennt es irgendwo? So schnell Feuerwehr einsetzen. Das ist nicht so schlimm. So, okay, also, ich würde jetzt gerne die Brauereien einfach noch setzen. Das bekommen wir hin. Haben wir schon einiges Grundstein, sage ich mal, gelegt. Bis es dann hier weitergeht. Wenn wir hier vielleicht... Kommen wir hier noch rein. Okay, hier haben wir volle Fälle. Bisschen Platz, das ist auch ganz gut so, denn da können wir hier die Straße einfach überziehen, zu dem Strom dann auch weiter fließen lassen. Genau. Sehr, sehr gut. Die Baureihen sind alle drin. Jetzt müssen wir einfach schauen, wie es dann mit dem Hopfen aussieht. Wie geht es da weiter? Ja. Kommt jetzt einfach alles durch. Produktion einfach erhöhen, denn wir brauchen in der neuen Welt ja auch das Bier dann von dem her. So, jetzt lassen. Sieht jetzt gut aus. Ein Weg hoch. Ich denke, das passt jetzt eigentlich. Das wird das meiste drin sein. Einflussbereich.
Ja, und laufen jetzt wirklich maximal hoch. Wir haben uns jetzt ein bisschen Platz geschaffen. Noch so viel Lagerplatz. Gar nicht mehr. Ja, und dann können wir hier jetzt langsam aufbauen. Jetzt hier. Okay. Ja, das wegnehmen. Und dieses. Und diese Handelskammer da oben. Da müssen wir jetzt einfach überlegen, was wir hier. Was wir machen, was wir. Welche Produktion wir hier einfach einziehen. Das war wirklich. Denken wir hin. Müssen wir einfach planen. Können wir auch in der nächsten Folge dann. Ich würde sagen, hier. Ja, sieht schon sehr gut aus. Mit Weizen haben wir ein bisschen Problem. Ja, wenn es so weitergeht, müssen wir das auf eine andere Insel verlegen. Also, hier ist wirklich. Die Flammen wurden gelöscht. Nicht so optimal. Wir müssen bald expandieren, so wie es aussieht. Wenn es so weitergeht. Kurz was hier. Vielleicht können wir noch etwas gebrauchen. Rathaus, nee. Aber wir müssen jetzt einfach. Gibt nichts Besonderes hier. Ja, die Produktionsketten hier verlegen. Das ist, denke ich, auf alle Fälle ganz, ganz wichtig. Dass wir alles mal schön geordnet hinbauen. Hier oben, das ist gar nicht so schlecht, das gefällt mir eigentlich ganz gut, weil hier ist die Handelskammer mit genau den Schneidereien drin. Zusätzlich haben wir die Schreinerei, Fensterfabriken, die uns hier dann Perlen abwerfen. Das können wir aber trotzdem alles ein bisschen besser hier planen und neu bauen. Ich denke, die Nähereien, was ja sehr gut läuft, können wir auf alle Fälle hier reinmachen. Ja, ich denke, es würde vielleicht gar nicht so schlecht sein. Halten Sie sich besser die Ohren zu. Ölfabrik gibt es mit Sicherheit auch Items. Also da müssen wir wirklich schauen, wie wir das Ganze jetzt hinbauen. Das eine, ja, das würde ich mal gelassen. Eventuell, gut, hier sind diese drei. Hochöfen, die müssen wir auch nicht unbedingt hier platzieren. Die können wir auch eventuell nach hier oben versetzen. Ah, die haben überhaupt keinen Strom. Die Glühbirnen verbinden. Das ist so ein bisschen schwieriger noch. Nicht so optimal. Ja, hier gibt es noch einiges zu tun, Leute. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange die Folge schon läuft. Wir machen jetzt einfach noch 15 Minuten und dann machen wir Schluss. Ich denke, das passt. Haut doch so hin von der Länge her. Gut, ich muss wirklich ein bisschen überlegen, was wir hier machen. Ich würde gern hier die Brillenfabrik, dann würde ich in diesem Einflussbereich jetzt einfach mal die ganzen Nähmaschinen und das hochziehen. Müssen wir noch gucken, wie wir die Essen platzieren können hier. Dieser Weg hier ist so gar nicht so übel, weil ich jetzt hier noch eine Straße machen würde und diese dafür abreißen. So, ja genau, dann ziehen wir einfach hier. Ich glaube, die haben ja schon eine Straße, die ziehen wir einfach weiter hoch. Und dann fangen wir mal an, unsere ganzen Nähmaschinenfabriken in den Einflussbereich. So, das ist schon voll hier. Ja, das ist gar nicht so ohne. Die Frage ist, wie weit ich mal eine zweite hin. Vielleicht können wir den ein bisschen drehen. So. Die vielleicht so. Nee, ist auch keine mehr. Jetzt ist halt wirklich ein bisschen Tüftelei, wenn wir hier wirklich am meisten reinbekommen.
So, pass mal auf alle Fälle. Dann würde ich sagen, die nächste Augenblende. Aber können wir auf keinen Fall noch alleine hin. Wenn wir das drehen vielleicht. Ein Hähnchen. Ja, schade, geht nicht. Dann würde ich sagen, wie sie zu gehen. Ja, geht nicht. Dann nehmen wir das nächste Mal hier hin. Dann werden wir doch gut hier alle reinbringen. Das gibt es doch nicht, das passt auch nicht. Aber eventuell, wenn ich den Weg hier abwechsle, dass man da diese Fabrik. Ja, sehr gut. Das ist so perfekt gemacht. Mehr geht eigentlich absolut gar nicht. Dann jetzt hier haben wir noch eine Nähe Maschine. Ja, zwei sogar. Hier ist ganz schön viel. Wir machen hier eine zweite noch hier hin. Ich glaube, mehr wird sowieso nicht gehen. Dann nehme ich hier das Item raus. Handelskammer. Genau. Versteck die Flaschen, der Boss. Sehr gut, dann machen wir das hier rein. Ein Fotograf haben wir nicht. Ihren Ohren auch nicht. Okay. Ich habe doch gar nicht. Das Item hier rausgenommen. Nee, nicht. Jetzt habe ich es rausgenommen. Dann machen wir das einfach hier rein. Und ich denke, das passt jetzt schon einiges besser. Ja, wir haben jetzt hier die Hochöfen. Da müssen wir mal schauen, wo wir die hinplatzieren. Einfach mal weg von hier, dass wir Platz bekommen. So, Zimmer noch. Das Lager ist das Stück ziemlich ungeschickt. Das nehmen wir hier hin. Dann würde ich sagen, das hier an B. Ja, das einfach so. Ja, aber das. Wenn wir das abreißen, so, dass wir wirklich den maximalen Platz hier einfach nutzen können. Setzen wir jetzt mal schnell auf die Schnelle hier. Das ist die Straße, die wird hier auch noch im Weg. Auch schnell. So. Und dann nehmen wir unsere. Schalten Sie den Strom ein. Das fehlende Elektrizität. Was ist hier los? Warum auch immer. Macht jetzt auch nicht. Jetzt nehmen wir schnell das Hochrad. Den Weg hier halt auch noch weg. So. Das wäre trotzdem Strom. Max weg. Okay, das passt. Haben wir noch eine Hochfahrt? Ja. Das passt so. Hier sind wir jetzt. Ich denke, das ist sehr effektiv hier gebaut. Bin ich sehr, sehr zufrieden. Wir können hier auf alle Fälle. Die Lager ist jetzt hier. Aber hier können wir sogar noch. Haben wir sogar noch. Platz hier etwas. Zu machen dann. Schauen. Was ist das? Zerstörung. Will ich jetzt nicht. Ja gut, ich denke, das ist erfolgreich verlegt. Hier können wir auf alle Fälle jetzt es werden Perlen. Okay, da können wir dafür sorgen, dass wir da ein bisschen mehr. Also, die Feuerwehr versetzt, das ist klar. Die kommt denke ich rum hin. Aus dem Weg geräumt. Hier ist das Lager, das ist auch sehr, sehr ungeschickt jetzt gebaut. Also das
Was wir jetzt hier machen, diese Bau hier, das wird dann wirklich hier bis ans Ende dann so stehen bleiben. Es bleibt auf alle Fälle so stehen dann. Wir können jetzt einen Weg ziehen. Mit Strom haben. Oh, das ist dann doch ein bisschen wenig, aber wir ziehen hier jetzt unsere Brillenfabrik runter. Was kann man die drehen? Was die auf einer Höhe machen? Bringt ihr da noch mal eine hin? Ja. Ist sie noch mit Strom versorgt? Ja. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Haben wir doch ein Item für Brillen, oder? So, was ist das? Oh. Das könnte man noch schnell hier einsetzen. Auf alle Fälle. Nochmal 30% erhöht die Leistung. Auf Goldschmiede. Brillenfabrik. Produziert zusätzlich Glas. Gut von mir aus. Auf alle Fälle haben wir das jetzt auch erhöht. Produktion um 40%, was ja gar nicht so schlecht ist. Uhrenfabrik. Da könnten wir auf alle Fälle das Item. Wo sind denn unsere Uhren? Wir haben hier irgendwo eine Uhrenfabrik. Die erstmal finden. Ich bin ganz aus hier. Junge, Junge, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Wo ist unsere Uhrenfabrik? Das ist wahrscheinlich nur ein einzelnes Gebäude. Das muss man erstmal finden hier. Im ganzen Chaos, da muss man. Aber wir sind ja hier jetzt einfach am Umbauen schon. Und es wird auf alle Fälle Goldschmelze, Messing, Mitten, Gold. Schmiede, dann müsste doch auch die Uhrenfabrik stimmen. Naja, ist jetzt nicht so. Das werden wir schon noch finden, auf alle Fälle. Die setzen wir dann auf alle Fälle hier. Wenn wir die finden. Schau mal. Ja, dann müssen wir hier noch ein bisschen bauen. Ja, dieses Item, wo Perlen gibt, das möchte ich jetzt mal schauen. Schreinereien und Fensterfabriken. Haben wir hier wirklich alles drin? Wie ist die Brille? Nee, hier ist auch noch eine Brillenfabrik. Die nehmen wir auf alle Fälle noch mit hier rein. Ist die mit Strom? Ich die so hier setze. Die Menschen lassen sie hochleben. Ja, ist mit Strom versorgt. Sehr gut. Wir haben nämlich schon mal drei Brillenfabriken hier. Das ist sehr, sehr gut. Was haben wir hier? Verzaubern. Glashütte, Fensterfabrik. Also irgendwo muss eine Uhrenfabrik sein. Ich weiß nicht, wo ich die hingebaut habe. Darum ist es ganz gut, wenn wir das einfach ein bisschen ordnen. Hier jetzt. Da uns ein bisschen Platz verschaffen. Wir können jetzt zum Beispiel hier das Messing bitten. Einfach noch hier hinstellen, solange hier noch Strom ist, das ist das dann hier gar nicht schlecht hin, dass die einfach mit Strom versorgt sind, da können wir hier den Weg jetzt ziehen. Also das hier bauen wir jetzt einfach so, damit wir das nicht mehr abreißen müssen und nichts mehr versetzen müssen. Ja. Mal sehen, ob wir die Goldschmelze und das Ganze hier noch reinbringen können. Ist jetzt nicht. Es gibt hier noch ein Item. Statt, wie war das? Goldschmiede. Anstelle von Goldbarren verarbeitet das Gebäude Gold. Das heißt, wir könnten uns die Goldschmelze. Ach, hier ist Goldschmiede. Ach, die machen anstelle Goldschmelze. Nee. Ja, doch, dann brauchen wir die Goldschmelze gar nicht mehr. Ist natürlich auch nicht schlecht. Goldschmiede, da können wir jetzt auf jeden Fall
könnte man hier reinnehmen. Jetzt auch, überhaupt nicht. Können wir uns auf alle Fälle die Geld zu sparen. Ja. Oh, Mist, das wollte ich jetzt nicht. So, jetzt passt es. Ja, können wir uns die Goldschmelze sparen. Ist okay, ist ja super. Gut. Jetzt würde ich irgendwo meine Uhrenfabrik finden. Wenn ich die gefunden habe, dann wäre es jetzt nämlich auch ein bisschen Chaos hier. In alle Fälle. Ja, dann dieses Item Schreinerei und Fensterfabrik. Gut, die Fenster, die sind ja genau die Schreiner. Die müssen wir auf alle Fälle noch hier reinsetzen. Und ich denke, das ist jetzt die Hochhöfe. Wir können jetzt auf alle Fälle. Das sind doch Schreinereien. Sehen wir, was ist denn eine Schreinerei? Wir kümmern uns hier um alles. Ja. Wenn es hier wirklich Herrenplatz gibt, ist das gar nicht schlecht, wenn man hier die Schreine rein kann. Nämlich diese zwei, wo ich hier gebaut habe, abreißen. Genau. So, Leute, die Folge, die geht jetzt leider zu Ende. Wir haben hier schon einiges getan, ein bisschen Ordnung geschaffen hier. Ja, das dauert halt alles seine Zeit. Ist wirklich nicht ohne, was wir hier alles machen müssen. Wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir hier wirklich noch fehlende Waren. Ja, dass wir hier wirklich weiter machen, dass wir wirklich hier weiterkommen. Ich werde jetzt hier auf alle Fälle eine Flasche einladen. Sonst hackt ein bisschen die Perlenproduktion, was auch nicht so cool ist. Genau. Das verkaufen wir einfach dann. Fahrt's runter zur Hauptstadt, was weiß ich. Produktion läuft hier ganz gut. Ja, wie gesagt, wir haben hier jetzt einiges gemacht, zu bekommen. Das fahren wir jetzt da runter. Ja, die haben auch genug Glasschirm, dann fahren wir es einfach zum Verkaufen. Lotte unterwegs. Ja, es läuft ganz, ganz gut. Trotzdem müssen wir noch einiges tun. Zum Beispiel haben wir ja so gut wie ja doch der Weizen. Das läuft jetzt ganz ordentlich. Wir haben ja keinen Hopfen, das machen wir in der nächsten Folge. Hier werden wir noch ein bisschen alles geordnet und einfach aufstellen. Vielleicht mache ich das auch noch nebenher, aber da brauchen wir keine ganze Folge machen. Somit verabschiede ich mich von dieser Folge Anno 1800 Finale. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo, bla bla bla, freue ich mich natürlich. Das freue ich mich wirklich sehr, wenn es zum Abo noch reichen würde, was ich hier mache. Ich wünsche euch einfach einen wunderschönen Tag, Leute. Bei uns das Wetter ist trocken. Wie immer gehe ich nach der Folge aufnehmen, jetzt eine Runde laufen, wandern, mache ich dann das Mittagessen, mache für meine Kinder und ja, habt einfach Fun, habt Laune, vielleicht holt ihr euch Anno auch, wenn ihr es noch nicht habt, fangt es an zu zocken, schaut trotzdem meine Videos weiter. Dead Zock ist für heute raus und ich sage Ciao.